silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer Genevok und heute habe ich für euch bei First Guy mitgebracht. Und zwar mache ich das nicht alleine. Ich habe mir natürlich meine Lieblingskuh geschnappt. Ihr wisst, er hat, glaube ich, schon mehr Videos auf meinem Kanal als ich selber. Und ja, heute ist unser Star einmal der beste Supersub überhaupt. Das ist einmal Sean McGuire. Und bevor ich das vergesse, geht auf jeden Fall rüber zu Tristan. Da haben wir aufgenommen mit Footmess Alexandrini und ein bisschen anderes, sag ich mal, bei First Guy. Ja, wir haben da was richtig Geiles für euch. Ich hoffe, euch gefällt's und ihr könnt natürlich reinschreiben, was besser ist, bei First Guy oder die Szenen bzw. das Special, was wir bei Tristan aufgenommen haben. Und Tristan darf natürlich ein paar Worte sagen. Guten Tag, Leute, und ein frohes neues Jahr auch an die ganzen lieben Wölfe hier. Ich glaube, wir sind das erste Mal dieses Jahr. Sollte richtig sein. Ja, sehen wir uns. Also, frohes neues Jahr euch allen. Das erste Mal bei First Guy zu zweit bei mir. Ich habe das schon ab und zu mal alleine aufgenommen. Bringt zu zweit bestimmt mehr Spaß. Ich bin mal gespannt, was wir für Spieler bekommen. Wir werden gleich jede Position einzeln aussuchen. Wir werden aber mit Goldspielern machen. Haben wir uns überlegt und ich würde sagen, das könnte lustig werden. Wir werden viele Spiele ausprobieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Nice. So, Aufstellung haben wir ja. Ich spiele mit der 4-2-2-2 und du? 4-4-2. Okay, und dann können wir eigentlich loslegen, oder? Willst du deine erste Position? Wir können es ja aus, die Position aus, ist relativ egal. Such dir deine erste Position aus und dann. Ja, also ich würde sagen, wir machen beide Stürmer. Du bist dumm. Das war's schon? Nee. Okay. So. So, aufsteigen, absteigen. So. Kannst du erstmal. Bereit? Ja, 3, 2, 1. Oh mein Gott. Ich setze mir auf die Kandidatenliste, weil der ist mir. 10 kam, ist nicht teuer. Okay, also ich würde sagen, wir machen einfach so random weiter, ne? Ja, können wir machen. Möchtest du, genau. Was hast du? Hast du Außenspieler? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, ich habe zwei ZOMs. Dann machen wir einfach erstmal, dann mache ich meinen ersten Recht. Mache ich meinen rechten Mittelfeldspieler und den ersten ZOM, oder? Genau, den ersten rechten. Okay. 3, 2, 1, gesucht wird jetzt. Oh, nice. Das wird echt ätzend für mich. Habe ich irgendeine Liga noch eingestellt? Okay, nächste Position, bereit? Jo. Also ich nehme den linken ZOM. Ja, ich mache jetzt den ZOM. 2, 1. Ne, ich mache den ZDM. Jetzt habe ich schon gesucht. Ist ja nicht so schlimm. Ich mache den. Oh, die wären so coole Karten gewesen. Aber gut, mit dem bin ich auch ganz zufrieden. Ah, das ist schon mal geil. Den haben wir ja schon im Verein. Gut, Leute, wir haben das Team jetzt mal so aufgebaut. Wir machen es jetzt so, dass wir nach jeder Position schnell in den Spieler reinsehen. Das werdet ihr gar nicht merken. Das wird der Genia wunderschön zusammenschneiden. Aber dann seht ihr schon mal, wie die Chemie und so aussieht. Und ich würde sagen, jetzt geht's bei mir mit dem... Ich mache mal den linken Verteidiger, habe ich gerade Bock drauf. Ja, ich mach das Mittelfeld zu Ende. Ich mache den linken ZOM. Okay, so, ich muss ganz kurz wieder umstellen. Er hat bei mir das andere, was ich ihm noch gesucht habe, eingestellt. Aber jetzt sollte es soweit fertig sein. Ah nein, okay. So, 3, 2, 1, los. Okay. So, meine Freunde, wir sind jetzt bei der nächsten Position. Ich mache den ZDM und du machst bestimmt auch irgendwas, ja? Natürlich, mache ich auch. Okay, alles klar, nice. So, und wir fangen an in 3, 2, 1, los. Okay. Ja, gut. Ist okay. Wie sieht's bei dir aus? Ja. Sehr gut. Alter Junge. Sehr gut, sehr gut. Ja, ja, sehr, sehr, sehr gut, ey. Also der Spieler, an sich ist tatsächlich gar nicht schlecht. 3, 2, 1. Komm schon, was Geiles.
No, what? Was ist das denn? Oh. Nächste Position in 3, 2, 1. Nein! Was ist? Nee, alles gut. Ist nichts Gutes bei dir? Von mir. Hätte von der Chemie passen können, aber die Spieler sind leider auf der falschen Seite. Ich bin soweit, ja. 3, 2, 1 und suchen. Okay. Ich habe zu früh die Fresse aufgemacht. Wieso? So schlecht? Wenigstens wird es bei dir hinten jetzt schlecht. Ich habe tatsächlich, glaube ich, einen grünen Link in meinem Team gespielt. Nein. Das sieht, glaube ich, gar nicht mal so schlecht aus bei mir. Ich mache das halt immer so, ne? Ich mache keine Datenliste und dann mache ich nochmal Dream Squad. Das ist eigentlich relativ einfach. Da könnt ihr auf jeden Fall sehen, wen wir da genau drin haben. Zwecks Chemie und allem. So, wo ist der schöne Mann? Das ist gar nicht mal so schlecht als bei mir. Hast du deinen Torhüter schon drin, wenn ich fragen darf? Nee, hab ich nicht. Okay, dann warst du dir auch bis zum Ende auf. Ja. Oh. So, wir könnten schon mit der nächsten Position machen. Jo, ich bin schon drin und bereit. Bist du auch ready? Yes. 3, 2, 1, search. Oh, okay. Das ist gerade besonders teuer, der gute Herr. Aber passt schon. Passt schon. Also, die ist eine geile Karte. Damit bin ich tatsächlich recht zufrieden. Ich auch. Mit meinem rechten Verteidiger. Gut, Verteidiger ist natürlich jetzt nicht das Gelbe vom Ei im Team, aber Link da natürlich nicht. So, mir fehlt tatsächlich nur noch der Torwart. Ja, oh, jetzt kommen natürlich die... Bitte. Ich bräuchte einen Link, aber von mir aus nur einen Game Link. Und das ist nicht unwahrscheinlich, weil ich habe zwei Ligen in der Innenverteidigung, die man eigentlich kriegen kann. Okay. So, mein Freund. Torwart, bereit? 3, 2, 1, los. Nein! Ach, das ist gut. Oh. Ja. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Das ist tatsächlich eine Liga, von der hatte ich natürlich, mit der habe ich natürlich gar nicht gerechnet jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das Ziel ist, glaube ich, so viele Ligen wie möglich zu kriegen, ne? Oder wie war das? Das war das Ziel von Memphis. So, meine Freunde, ihr seht, das ist mein Team. Ich muss noch 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 Spieler kaufen. Also 5. Und sieht chemietechnisch nicht schlecht aus. Was? Bewertung ist so lala. Ich bin halt gespannt, wie sich das Team spielen wird. Ich kaufe jetzt die Spieler zusammen, Tristan kauft seine Spieler zusammen und ich sehe gleich Tristans Team. Und dann werden wir mal sehen, wer bei Für Sky gewinnt und wer viel abstoßen muss. Bis gleich. Bis gleich. So, meine Freunde, jetzt schauen wir mal von Tristan das geile Team an. Oh, hier, Bayern, hau ab, ich spiele mit Juve. So. Oh Mann. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Du hast den gleichen Stimme wie. du hast ja. Wir haben fast die gleichen Spieler? Wie geil ist das? Wahrscheinlich, weil wir haben immer die gleiche Position gesucht. Vielleicht sollten wir das nächste Mal lassen. Okay, aber das ist natürlich geil, ja? Du hast die gleichen Außenverteidiger. Also, Dani war bei mir 5-4 und bei dir 5-3, ja? Das war einfach nur dumm von uns, weil wir immer die gleiche Position gesucht haben. Ist klar, dass auf dem Transfermarkt dann nehmen wir die gleiche. Das war der Fail des Tages. Gut, jetzt wissen wir es besser. Nächstes Mal fängt der eine von vorne an, der andere von hinten. Genau, so, bereit? Oh, shit, ja. Okay, los geht's. So, und Vakaso, mein bester Mann mit der besten Flo... Abseits. Fuck! Ich dachte, es wäre ein Tor jetzt. Ich muss gleich kurz die Tür aufmachen, weil mir jetzt geklingelt. Ich bin sofort wieder da. Ja. Ich mach Pause. So eine Scheiße, ey. Hallo! Oh mein Gott, die lassen sich ja sowas von bescheuert spielen. Na komm! Ha, Santi Cazorla 1-0. Ich hab grad gedacht, schon wieder abseits. Alter, die lassen sich ja sowas von scheiße spielen. Ja, komm. No! Maguire, oh, ist der schnell. No, schieb ihn! Oh, nein! Du hast jetzt doch, Ado, wie heißt der Mann? Sosa. Boom! Campino, ey, Campino ist eine Mauer hinten, Jungs. Ja? Scheiße, De Gea, Leute, 700 Münzen oder 400 Münzen, ich weiß gar nicht, was der kostet, aber Campino, bester Mann.
Und Diaz, 1,69 Meter groß auf Maguire. Was kann denn der Torwart eigentlich hier, ganz ehrlich? Capino ist ein Meisterstück hinten. Nein, schön gemacht. Oh no, Rodias. Oh mein Gott. Maguire ist ein bisschen zu klein. Oh, Firmino, jetzt komm, mach doch mal was. Firmino. Putz. Da lässt der Capino keine Chance, Alter. Hoppala, hoppala. Sieht da so ein Jubel aus, ey. Das tänzelnde Pony hier, ey. Aber zack, schön. Ich glaube, Campino, der sieht den Ball nicht. Der hat alles bestimmt alles noch voller gar nicht. Sassiki im Auge. Oh, Sosa! Ui, nein, Jungs, aufstehen, jubeln. Aufstehen. Campino hat ihn sogar gefangen. Maguire! Oh mein Gott! Was hat der für Schüsse, Junge? Ah! Schau mal deine Base. Rodias! Oh, der gibt ihn auch noch perfekt Maguire. Weiter! Abseits. Ich hatte mich schon gewundert, ey. So krass abgeblockt von meinem eigenen Spieler, ey. Oh, Vacazzo. Vacazzo durchkommt. Sehr gut, Jungs. Wir können ja bei selben Guy machen oder so. Nee. Lazzini! Oh! Alter! Ey. Irgendwas Dummes! Oh! Mama mia. So viel dazu, ey. Lauf! Vacazzo! Alter! Bakayoko-Schuss, wa? Junge, was war das denn, Meister? Und das ist... Capino, du Biest! Komm, Maguire! Zieh, Junge! Zieh doch! Diego Carlos! Nein, Maguire, du... Opfer O. Nein. Nein. Oh mein Gott, Roberto Firmino! Was für ein Rumgewichse hinten in der Abwehr. Also, kein Behindertenpass. Zwei Minuten. Nein! Alter, war das heftig, das Spiel. Was für ein abgefucktes Spiel, ey. Junge, ist krank. Richtig krank. Durch diese Gammelteams geht halt viel und nix, ne? Oh, Rui das oder wieder der bester bei mir Mann, ne? 9,4 bei mir. Bei mir 8,9. Alter, so ich mische jetzt durch und dann überlegt er schon eine Posi. Ey, das Spiel war komplett ausgeglichen. Ja, ich hab's gar nicht geguckt, scheiße. Nee, jetzt 14 Schüsse. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, okay, ich mische jetzt durch. Ist ja eh nur einer, ne? Und sowas krass, obwohl ich könnte Maguire treffen, ne? Du könntest Maguire treffen, ja. So. Okay, hast du? Ja, nee. Ey, hallo. So schnell bin ich nicht. Yes. Meine Damen und Herren, ich hätte gerne den rechten Innenverteidiger. Nein! Hast du was getroffen? Ja. Wen hab ich getroffen? Warte mal. Welchen rechten Verteidiger? Den RV, den linken IV? Rechten IV. Den rechten IV. Den rechten IV. Bakayoko. Ah, na gut. Aus dem Worst Case noch eine ganz gute Entscheidung getroffen, würde ich sagen, genau. Oder? Genau. Bakayoko, was kostet der, glaube ich, 2.000 oder so? Tut auch nicht weh. Aber was weh tut, der hat eine Shadow Card, die kostet 5.000. So, Bakayoko haut da rein. So, meine Freunde, das war's. Diesmal Abstoß nach meinem Kanal, auch mal ungewöhnlich. Ja! Aber muss auch mal sein, dass der Tristan mal seine Chance hat. Auf jeden Fall, Jungs, auf jeden Fall rüberschauen, rübergehen. Wir nehmen jetzt gleich das Rückspiel auf mit Alexandrini Foodmass, mit einer besonderen, sag ich mal, auch bei für Sky, aber anders. Ja, kann anders. Man so sagen. Ja, kann man anders sagen, genau. Falls euch natürlich das Video gefallen hat, abonnieren, liken und die Glocke aktivieren. Wäre auf jeden Fall geil von euch. Und ja, Tristan, darfst du letzte Worte sagen? Ich hab gewonnen! Was ein geiles Gefühl. Nein, war ein geiles Spiel. Richtig Spaß gemacht, dadurch, dass nicht viel funktioniert hat, aber doch irgendwie doch viel funktioniert hat. Wir gucken mal, wie das Rückspiel so ausgeht. Dann würde ich sagen, Wölfe haut rein und bis zum nächsten Mal.